Schaut es euch an, unsere Flugarmada, die wir uns nicht selber zusammengesucht haben. Die aber sehr gut Raptoren wegmachen kann. So cool. Nein, apropos Raptor. Ach du Scheiße. Ah! Okay, ich mache halt... ist schon kaputt. Ich habe schnell die Tür zugemacht. Ist schon kaputt. Donner hat's gemacht. Donner hat's gemacht. Wupp, wupp. Komm her, Regina, komm. Ach nee, warte mal. Lebt noch. Ich gehe mit Rex hinterher. Ist denn hier noch was drin überhaupt? Jetzt kackt er, das kann ich zu fassen. Guck mal, Rexi, ein Raptor, Specki-Fmacko. So, jetzt ist er aber kaputt. Fritz! Ach so, da ist er. Da ist er hingeflogen. Oh, ich habe aus Versehen, glaube ich, den Baum gefällt. Och. Jetzt wollt ihr nicht. Wo gehst du jetzt hin, Regina? Regina, was wird das? Bleib stehen. Weil wann dann aktiviert ist, das hat doch keiner gesagt. So, bleib da stehen. Ist dir bewusst, dass wir jetzt einen Schornstein haben? Was passiert hier? Regina, was tust du? Bleib hier. Regina. Hier ist ein Spucker drin, wo kommt der her? Heißt es nicht eigentlich, Schmusebus greifen nicht an? Wenn sie gezähmt sind, vermutlich schon. Tempotuch kämpft nämlich gerade dagegen. Warte, warte. Komm grad nicht ran. Das ist unser Kampfschmusebu. Es hat ihn getötet. Du Monster. Och. Kriegst du gleich mal ein Streichelchen für. So, jetzt kommt er mal aus der Ecke raus. So, komm mal her. So, Buddy! Wo bist du hin? Petfinder bitte. Danke. Buddy hat sich irgendwo hingesetzt, wo ich ihn nicht sehe. Oh je. So, komm mal her, Tempo. Kümmer dich mal um Regina. Das hast du gerade sehr schön gemacht. Buddy? Warte, da leuchtet's gelb. Mein Gott, wo bist du denn hingeflogen? So weit weg? So. Ein Oviraptor, ich raste aus. Jetzt sind die hier überall. Gott, Buddy ist so langsam. Ich muss mich doch um Sam kümmern. Nope. Hast du Sam geholt? Wen? Hast du den Kano rausgeholt? Nein. Was da steht da? Ja, so klein wie die sind, die greifen mit an. Deswegen, Regina wollte ja auch. Ja. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, wo er jetzt ist. Wie? Ja. Er frisst auch Fisch. Er ist jugendlich! Oh, Entschuldigung. Aktiviere. Bitte pass noch durch die Tür. Ja, sehr gut. Hier lang. Huch! Ich bin jetzt aufs Dach gekommen. Das ist ja interessant. So. Regina hat auch wieder Futter. Ja, das habe ich bei Sam auch gerade nachgeladen. Die laufen so lustig. Oh Gott. So klein und macht Lärm für 10. Jo. Oh Gott. Hä? Was? Hä? 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 What, what? What, what? What, what? What, what? So, halt! Nein, 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 nein! Stopp! Los! Stopp! Schade! Halt! Ach, wann dann sagt die wird. Okay, das scheint üblich zu sein. Drei Dodo-Eier! Übrigens, wenn du die hier reinstellst, so zum Fressen aus dem Futtertrog, dann musst du tatsächlich Wandern aktivieren, ne?
Ja, aber es ist ja in dem Trog noch nichts drin, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Ich sag's mal. Drei Eierchen! Ihr seid ja putzig! Der Kampf. Alter. Das Kampftempotuch hat 14 Punkte. Was? Ich level gerade mal die Dodos. Wer folgt mir denn jetzt noch? Sam? Ernsthaft? Ich hatte das doch ausgemacht. Was war denn das? War das dein Handy? Es war ein Anruf auf meinem Handy, den ich weggemacht habe. Jetzt nicht! Wer stört? Was trampelt hier? Darf ich die Dodos jetzt auf Wandern stellen? Oh. Deswegen schon, aber sie haben halt keinen. Haben sie da einen Futtertrog drin? Nee. Nee, es geht mehr ums Wandern deaktivieren. Verhalten. Du bist gewandert. Deswegen kommen auch die Eier zustande, wa? Nee, ist auch wurscht, ob die befruchtet sind oder nicht. Ja, die sind erstmal. Oh, schnell die Tür zu. Die sind nicht befruchtet. Ist ja egal. Der Oviraptor, dem schmeckt vermutlich alles. Auf wo legen wir die jetzt mal drauf? Wegen Kühlhalten. Auf Howie? Eigentlich auf den Dodo. Eigentlich auf den Dodo, ne? Ja. Nee, nee! Oh! Nicht raus. Ihr seid so süß. Warte mal, du hier, Vogel. Ja, bleibe sie sich ruhig. Was ist jetzt passiert? Was denn? Ach, das backt hier gerade mit den Türenbüschen. Tür zu. Die hier, Herr Vogel, haben doch, glaube ich, noch Fleisch. Oh ja. So, jetzt mal, du kümmerst dich um die Viecher? Dann würde ich noch mal eine Fuhre Metall holen. Mach das. Sam ist voll. Na, dann kriegt das die kleine Regina. Ah. Oh. Ah. Oh. Ist schon bei 17% alt rum. Sam bei 14,4. Sag mal, haben wir eigentlich noch einen Vogel hinten in dem anderen in unserer Jagdhütte? Das fiel mir beim Schneiden auf. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh nein, ich baue mit dem falschen ab. Ein Vogel? Nee. Ja, ist der gestorben? Also, wenn ich jetzt mit dem Pathfinder was mache, dann wird mir nichts an. Gezeigt doch. Da bist du. Ne, der eine Fall bist du und der andere sind, glaube ich, die Stegos. Ah, warte mal. Ich bin mir nämlich nicht auf jeden Fall, sicher. Auf jeden Fall geht aber nichts dahin. Ich bin auch noch nicht da angekommen, wo dann die Aufnahme zu Ende war an der Stelle, praktisch. Von daher weiß ich es nicht ganz genau. Oh. Nö. Das ist alles gut. Ah, eine Tür. Geh doch mal zu. Warte, ich setze mich mal auf Fritz und guck dann nochmal, aber ich. Also es sah jetzt aus, als wäre alles safe. Fritzi! Hast du das mit dem Schornstein eigentlich mitbekommen? Mit welchem Schornstein? Ja, das sind unsere Stegos und das andere bist du, was mir angezeigt wird. Also haben wir nichts mehr in der Jagdhütte. Okay. Wir haben jetzt einen Schornstein, weil du doch den komischen Dings dahin gebastelt hast. Ja, Na komm, Fritz, du darfst auch mal wieder was jagen. Reichen die drei Dodos eigentlich? Ich glaube, es sind zwei Männchen und ein Weibchen. Oder? Ein paar wären noch ganz gut, ne? Ach Mensch, ich muss ja gucken, ob Dingens noch was braucht zu futtern. Moment, wo geht's jetzt nach Hause? Da. Dann gucke ich nämlich gleich mal nebenbei, ob ich irgendwo einen Dodo finde. Ja. Oh ja, da läuft ja auch noch ein Spucker, oder was ist das? Ah,
Spucker. Jugendlicher Spucker. Ja, ist kaputtig. Schmeckt gut. Ja, nach Fritzo. Ja, ich habe einmal zugebissen. War ganz lecker. Was essen wir als nächstes? Hier ist auch noch ein Spucker. Ich bereinige uns gerade mal. Hallo. Und das. Bitte schwer. Noch irgendwo irgendein Spuckerviech. Was anderes Ekliges. Nö. Ja, dann erstmal ab, ab. Oh, oh Mann. Sie brauchen Zuwendung. Ah. Ich will auch einen zuwenden. Ja, ich weiß. Das ist die Regina. Oh Gott, oh Gott, auf Fritz sind irgendwie 500 verdorbene Fleisch oder so. Regina möchte ja auch von dir versorgt werden, siehst du? Oh. Ich komme sofort. Sam möchte mit mir kuscheln. Wie geht das denn? Weiß ich nicht, ich habe auf E gedrückt. Oh, hat funktioniert. Jetzt hat er gekackt und was gefressen. Ich komme, ja. Baby, ich komme. Die Mutti kommt. Die Mutti kommt. Ich weiß nicht, was ich machen will mit ihr. Oh, die ist immer noch so klein. Ja, die will ich auch nicht mehr. Ich möchte mit mir spazieren gehen. Oh, Verhalten. Jo. Hat schon geholfen. Jo. Yippie. Oh. Dieser kleine Mini-Hopser. Doch, Gottchen. Ja. Mann. Was also läuft so hier? Viel so viel verdorbenes Fleisch, wie wir gerade produzieren. Haben denn hier unsere Lieblinge noch was? Was ist denn mit Ekelviech? Eins und zwei. Ja, Ekelviech zwei. Meine ich doch unsere Lieblinge. Ja, die haben noch ganz viel. Okay. Was ist denn eigentlich hier mit Kampfnelke? Ach so. Könnt ihr mal was, oh, könnt ihr mal was essen? Ich hol mal was. Aber warte mal. Oh, tatsächlich. Peter Popo. Ich glaube, auf Rex ist noch ein bisschen was. Ja, 5 reichen ja. Kann ja nicht so viel reinpassen. Stimmt. Ich bring mal Fisch. Die essen doch bestimmt auch Fisch. Weiß nicht, auf jeden Fall hat jetzt eins gegessen. 2. Ja, doch, da könnte noch ein bisschen was reinpassen. So, ihr beiden. Ich bin nur noch mal weg. Seid's mir artig. Ich will noch einen schönen Dodo fangen. Die Katze nölt draußen wieder rum, ey. Mäh. Mäh. Mäh, halt, was ist denn da? Die ist ach, so verfressen und so fett. Die könnte man noch anbauen. Was denn? Hier steht ein jugendlicher Dino und der hat Angst vor mir und rennt jetzt weg. Ja, ja. Ich habe auch gerade einen kaputt gemacht. Hat geschmeckt. Ach du Schreck. Das Metall geht uns aus. Welche ja, ja. In der Kiste? Nee. Schlecht. Saure ach, guck mal hier. Bodenwirbel. Faszinierend. Dann noch mehr Fleisch. Noch mal. Moment. Möbel, das ist gar nicht so gut. Ich habe natürlich alle Dodos in der Nähe getötet. Hier, hier läuft das Oviraptor-Viech. Da haben wir erst 3 Eier. Ah, ich weiß.
Aber an dieser Stelle können wir die Folge auch schon wieder beenden. Und wir holen euch dann wieder dazu, sollte was Spannendes passieren, weil jetzt gerade wird es hauptsächlich Versorgungsflüge geben. Genau. Dann wartet ihr lieber. Genau. Bis dann.